Ja, herzlich willkommen zurück bei Death Stranding. Wir haben das letzte Mal eine Reihe neuer Informationen empfangen, da wir den guten Hartman mal ein bisschen näher kennengelernt haben. Ein, ja, ich sag's mal so, merkwürdiger Mann, der alle 21 Minuten einen Herzinfarkt erleidet und dann ein paar Minuten später wieder aufwacht. So, aber wir müssen jetzt hier unseren Auftrag abholen. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the Tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first. Okay, ja, ich start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Oh, ist ja mal wirklich gut vorausgeplant. Aber gut, so, nehmen wir die ersten beiden Aufträge, das für den Geologen und den Paläontologe. Gott verdammt nochmal. Lesen sollte man können. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Ah ja, macht Sinn. Ah ja, wird gerade wiederbelebt. Stratum, the team was investigating, dates from the end of the Cretaceous period. The time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. Bridges' paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently the fossils he wants to study are buried deep beneath Tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives, but in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Klingt gefährlich. Okay, also ein Ach, ich komme heute einfach nicht zum Reden. Indispensable gear for cold weather operations, especially useful when traversing snow-capped mountains. Wärmepad, das klingt eigentlich ganz nützlich. Ist jetzt nur die Frage, wir haben nicht Sam, viel Platz. I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. Schon klar, ist ja nicht die erste, die wir davon transportieren. Und so. Legen wir das alles hier drauf. Ja, sieht gut aus. So, müssen wir das mal schön neu sortieren. Ja, das macht schon mehr was her auf jeden Fall. Ja, also eine Entdeckung eines möglichen Strandes für Fossilien. Das ist natürlich echt heftig. Weil wir haben ja in der letzten Session, als wir mit Hartman gesprochen haben, der hat uns ja von diesem großen 5-Massenaussterben berichtet. Das letzte, wie er gerade gesagt hat, war ja das Ende der Dinosaurier und dann, wo dann, ja,
quasi die Säugetiere, das... Na, schon wieder. Sam. So, Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances. So, tut mir leid, dass ich den mal unterbrechen muss, aber wir müssen uns mal eben hier einen kleinen Weg zusammenbauen. Ist eine Seilrutsche, oder scheint keine zweite in der Nähe zu sein, aber gut. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death, extinction. It should come as no surprise that VTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab? Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCorn. Okay, ja, ich hoffe, jetzt kann ich mal ein bisschen reden. Ich habe gerade noch ein Paket für Hartman aufgesammelt, was hier rumlag. Das werden wir nochmal eben zurückbringen, weil wir jetzt ja sprichwörtlich eh nur ein paar Schritte von seinem Labor weggegangen sind. Von daher passt das ja alles. Und ja, was wollte ich gerade sagen? Genau, das letzte Aussterben der sogenannten Großen Fünf, was die Herrschaft der Dinosaurier beendete und dann... Ja, für die Herrschaft, ja, also nennen wir es mal in Anführungszeichen Herrschaft, ja, oder für ein großes Aufkommen der Säugetiere sorgte. Und ja, also in unter einer großen Teerschicht sollen also alte Fossilien verborgen sein und deswegen müssen wir diese Bombe da abliefern, damit diese Teerschicht aufgesprengt werden kann. Wir selber haben ja auch noch mit einer zu tun. Nämlich diesen sogenannten Teergürtel weiter im Westen. Wo wir ja diese Relaisstation ersetzen sollen, damit wir dann da durchkommen. Aber das ist noch ein bisschen weiter weg. Zunächst müssen wir die anderen Prepper, die hier in der Nähe sind, noch ein wenig beglücken. Unter anderem ja auch diesen Geologen, der eben diese Fossilien erforscht. Gut, so, ja, nicht viel, was wir hier kriegen, aber hey, da wir jetzt gerade in der Nähe waren, passt das sowieso. Thank you for your continued support. Good work. New order available. Please access ja, gucken wir nochmal eben nach, da zufällig noch was ist, was irgendwie am Weg ist. Nee, ist alles weiter zurück, aber wir könnten einen Bot mal loswerden. 59%, das ist in Ordnung. Ist zwar immer noch viel, aber für so einen Lieferbot passt das eigentlich. Könnte schlimmer sein. Gut, okay, so. Dann mal eben gucken, was unsere Ausrüstung angeht. Von denen könnten wir vielleicht noch ein paar herstellen. Da wir auch nicht mehr so viel von denen haben. Und ja, okay, das reicht. So, können wir damit reinlegen, ja. Dann passt das. So, ich glaube, jetzt habe ich nichts weiter vergessen. Nachgucken in unserer Ausrüstung. Ja. Handschuhe sind nicht mehr im allzu guten Zustand. Aber okay, ein bisschen was werden wir mit denen wohl noch schaffen. Glaube ich jedenfalls. Na gut, dann machen wir uns mal auf zum
zu unserer ersten Station, dem Geologen. Da müssen wir ja diese Bombe abliefern. Oh, das ist schon der Paläontologe. Kann man nochmal eben, weil wir hier gerade in der Nähe sind, unseren Akku wieder aufladen. So, als erstes sollten wir, glaube ich, da hinten hingehen. Da war die Seilrutsche. Ja. Yeah. Macht mehr Sinn, da lang zu gehen. Der andere ist ja auch viel, viel weiter weg. Dann müssen wir diese Bombe ja noch über eine viel längere Strecke mit uns schleppen. Und ja, wurden wir ja auch darauf hingewiesen, wie das auch schon bei der Bombe war, die wir vorher mitgenommen hatten. Dass wenn wir zu unvorsichtig sind, dass da ein Alarm ausgelöst wird und wenn wir den zu lange missachten, dann kann diese Bombe hochgehen. Ja. Und scheiße, ich habe nur einen TCK-1, aber egal, okay, es ist jetzt egal. Wir gehen die Strecke zu Fuß und gut ist. Dauert länger, ich weiß, aber müssen wir jetzt durch. Sollten wir unterwegs irgendwo zufällig mal einen Schutzraum noch finden, dann wäre es auf jeden Fall mal gut, dass wir uns da ausruhen. Denn das Labor von Hartman ist zwar ziemlich gut ausgestattet, jedoch hat das keinen privaten Schutzraum für uns, wo wir uns ausruhen können. Das wäre eigentlich mal wieder für uns an der Zeit, wenn ich mir so die Ausdauer angucke. Ah, okay, müssen wir jetzt so durch. Lake North City, das ist ein bisschen zu weit weg. So, nach unserer Todeserfahrung in der letzten Session sind wir doch ein bisschen mehr gehärtet. Für dieses Mal, hoffe ich. Ja. In der Tat. Da ging es ja auch nicht ums Hochklettern, sondern ums vorsichtige Bergabsteigen, wo wir dann, ja, einen ziemlich spektakulären Abflug gemacht haben. Oh shit, und hier sind BTs in der Nähe. Das gefällt mir jetzt mal irgendwie gar nicht so richtig gut. Ja, da werden wir doch mit Sicherheit an denen irgendwo hier vorbei müssen. Oh shit, und da. Das klingt, als ob hier Steinschlag in der Nähe ist. Ja, da sehe ich auch schon was runterrollen. Oh, Scheiße. Hätte ja kaum besser für uns sein können, oder? Lastenschreiber zurückgelassen, woran ich mich jetzt überhaupt gar nicht erinnern kann. Aber egal, soll jetzt nicht unsere Sorge sein. Oh, shit, shit, shit. Na komm, beweg dich. Oh Gott. So, zu sehen, dass wir hier schnell vorbeikommen an diesem Bergkamm hier. Zum Glück für uns, dass die BTs anscheinend in einer anderen Richtung waren. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, wir nehmen mal einen Schluck. Noch nicht mal allzu viel in unserer Pulle drin. So, ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt hier einmal vorne rum um den Berg, klettern hier direkt gerade hoch. Dürfte die bessere Option sein. Auch abgeben, der Frachtköder ist beschädigt. Ah, okay. Können wir auch nichts dran machen. So. Hier schön runter. Und dann geht's wieder hoch. Ich hoffe mal, die andere Bergseite ist ein bisschen gnädig. Ja,
Das machen wir doch immer. Boah, das geht nicht schon wieder. Oh shit. So, ich glaube, das. Nee, obwohl das geht. Ja, es ist in Ordnung. Da kommen wir doch eigentlich ganz gut runter, oder? Dürfte nicht zu schwierig sein. Aber, ich werde trotzdem mal eine Verankerung nutzen. nennt es Misstrauen nach dem Absturz in der letzten Session. Also ich meine nicht Absturz des Spiels. Falls ihr irgendwie 30 oder naja, nicht so viele Folgen, irgendwie die letzten 5, 6 Folgen übersprungen habt, es war kein Spielabsturz, sondern wir sind von einem Berg abgestürzt. Das nur zur Information. Was uns mal das Todessystem dieses Spiels ein wenig näher gebracht hat. Ja. So, da sind wir doch auf einem guten Weg und da haben wir den Geologen gleich erreicht. Dann bin ich nämlich schon mal sehr froh, dass wir diese Bombe da los sind. So, Frachtbehälter ist zerstört für den Frachtköder, aber gut, hier treiben sich sowieso keine Mules rum oder Terroristen, von daher passt das. Oh Scheiße, ach, die Bombe geht gar nicht an ihn, so ein Mist, das habe ich jetzt irgendwie wohl verwechselt. Ich da gerade die ganzen Sachen gesehen habe, die da alle liefern. Ach, ja, das ist dieser Chiralium-Entferner, ach Scheiße, naja gut, okay. Habe ich wohl verwechselt. Passiert. Naja. Sam Bridges. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end of day stuff. I put the nightmares down to fatigue. The possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we caught it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Der klingt doch auch so freundlich, als ob er uns nach dieser Lieferung sich uns anschließen würde, oder? Und immerhin waren das auch 8 Behälter, die wir ihm bringen mussten. Und die haben alle 0% Schaden. Also besser geht's eigentlich nicht. Ja, gibt auch ordentlich Likes, das sollte auf jeden Fall reichen, denke ich mal, dass er sich uns anschließt. S-Rang, ja. Jo, sehr schön. 2 Sterne. Oh, und fast sogar noch den dritten. Aber okay. Ich will mich nicht beklagen. Können wir ordentlich zulegen, was unseren Frachtzustand angeht. Was Lieferzeit angeht, liegen wir ja noch ziemlich weit hinterher. Aber gut, so. Wollen wir das Ganze mal abschließen? Und einen weiteren zufriedenen Kunden und der erste Schritt auf der, in der Richtung zu der Überquerung des Teergürtels nach Edgenot City, unserem Ziel, ja, was ja in Reichweite ist, der ist getan. Und wir haben sogar relativ gut geschafft. So, ein neuer Strang geknüpft. Geologe ist den UCA beigetreten. Kletterverankerung Stufe 2. Oh, cool. Das ist eine richtig gute Sache auf jeden Fall. And just like that, I'm part-
charter the UCA, with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now. Assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient Death Stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, sir.